sind die Leute. Guck mal, die schauen uns zu, Polly. Ne? Ja, du willst wieder runter, ne? Moment. So, voilà. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Harry Potter Hogwarts Mystery. Und geil, Daniel, die Anmoderation hast du mal direkt verkackt. Läuft bei dir. Und falls sich Leute von euch wundern sollten, warum im Hintergrund einfach nichts zu sehen ist und einfach alles komplett weiß ist, dem erkläre ich kurz, das hier ist die erste Hogwarts Mystery Folge aus meiner neuen eigenen oder beziehungsweise ersten eigenen Wohnung. Und Polly ist by the way nur zum Besuch hier, sie ist leider nicht mit umgezogen, aber naja, kann ich leider nichts dran machen, Leute, sie wird nachher wieder abgeholt und ja. Aber ich sehe sie dafür relativ häufig, weil ich im gleichen Ort wie vorher wohne. Aber das soll euch ja jetzt erstmal nicht interessieren. Was euch aber interessieren sollte, ist, dass der Hintergrund auf jeden Fall noch bearbeitet wird. Also ich werde da Regale hinstellen. Da wird Harry Potter Merch zu sehen sein. Alles, was meinen Kanal anbelangt. Und ich freue mich natürlich schon mega, das Ganze zu designen und zu gestalten. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es keine endgültige Geschichte ist, sondern dass das nochmal überarbeitet wird. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ja, Leute, wir haben natürlich auch heute wieder einiges vor uns und wie ihr unschwer erkennen könnt, seht ihr hier, es gibt ein neues Tierwesen und zwar den süßen kleinen Knuddelmuff und das ist echt mega cute, aber leider kostet der einfach mal 80 Bücher und das ist nicht gerade günstig, deswegen weine ich lieber, anstatt ihn mir zu kaufen, beziehungsweise wir kaufen ihn uns später, Leute. Und ein Blick auf meine Aufgabenliste sagt mir, dass wir zwei Lektionen haben und wir müssen uns mit Charlie treffen. Und die Frage ist, womit fangen wir an und womit hören wir auf? Ich würde sagen, wir starten mit einer Lektion und zwar mit dem Stolperfluch. Machen wir mal den Stolperfluch, Leute. Das wird toll. Das wird super toll. So, und Leute, soll ich euch mal was zeigen, was richtig, richtig cool ist hier? Guckt mal. Dieses Kabel von dem Mikrofon hier ist unglaublich lang. Und ich kann einfach mit diesem Mikrofon ganz nach hinten in diesem Raum gehen. Seht ihr, Leute, ich bin jetzt hier ganz hinten. Und das ermöglicht mir später, ja, mal ein bisschen kreativer zu sein. Weil vorher in meinem Zimmer war ich ja voll eingeschränkt. Ich konnte ja wirklich nur so einen ganz kleinen Bereich betreten. Beziehungsweise konnte ich nicht wirklich aufstehen. Und jetzt kann ich hier einfach komplett im ganzen Raum rumlaufen. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, Leute, ich feiere das. Also vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen geistig behindert, dass ich das toll finde. Aber ich finde es persönlich mega toll. Und ja, genau. So, Leute. Aber wir wollten uns nicht ablenken lassen. Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich komme ja schon. So, da sind wir nun. Und Professor Rakepick, Sie möchten mir also den Stolperfluch beibringen, ja? Gibt 5 Energie. Oh, plus 5 Energie. Wow. Dann fangen wir mal an. Wichtel erstarren lassen. Heute lernen wir in Verteidigung gegen die dunklen Künste den Stolperfluch. Dieser an sich eher harmlose Zauber kann sehr effektiv mit Gefahren in der Umgebung kombiniert werden. Hast du gehört, Manfred? Kann einfach mit Gefahren in der Umgebung kombiniert werden. Ja, genau. Ja. Mein Favorit ist die Kombination aus Stolperfluch und einer Grube. Ein Klassiker. Ja, das ist bestimmt unfassbar lustig. Sicklewurf hat wieder die Wichtel freigelassen. Frieren Sie sie schnell mit Immobulus ein, damit wir mit dem Unterricht beginnen können. Halt, stopp. Wieso schafft Sicklewurf es ständig, die Wichtel freizulassen, was uns am Unterricht machen hindert? Also, Madame Rakepick, wie wäre es, wenn Sie Ihr Haustier einfach mal zu Hause lassen und nicht mit in den Unterricht nehmen, beziehungsweise, dass Sie sich eventuell mal um den Kleinen kümmern, dass der das nicht immer macht? Aber okay, was weiß ich schon. So, Leute, ja, dann machen wir das mal. Immer schön Energiepunkte ausgeben. Gott sei Dank haben wir noch genug, weil ich natürlich in den Off-Parts, die ich ja, also ich spiele ja das Spiel so nebenbei auch ein bisschen im Off, das wisst ihr ja vielleicht, aber nicht die Story oder so, sondern nur Lektion vorbereiten und ich sammle natürlich in der Zeit auch immer ein bisschen, Energiepunkte ein durch meine Haustiere, deswegen habe ich so viele. Einige Wichtel sind sturer als andere, zaubern sie Flipendo auf sie, damit wir weitermachen können. Madame Rakepick, also eine Sache verstehe ich immer noch nicht so ganz. Sie sagen, das war Sicklewurf und sie möchten gerne mit dem Unterricht anfangen und überlassen es uns Schülern, die Wichtel zu beseitigen, anstatt es selber zu machen. Sie könnten wahrscheinlich mit... Ja, der ist... Ciao, Wichtel. Sie hätten das einfach mal eben kurz selber machen können. Ich meine, Sie sind eine Lehrerin, Sie sollten das bei einem Zauber hinkriegen.
Aber gut, jetzt können wir ja endlich mit dem Unterricht anfangen. Lassen Sie uns jetzt ohne Spielereien mit dem Vortrag über den Stolperfluch beginnen. Madam Ragpick, die Spielereien kommen durch Sie zustande und nicht durch uns. Nur mal so am Rande bemerkt. Gut, dann scherzen wir erstmal eine Runde. Zum Glück sitze ich diesmal nicht neben Moment mal, wieso sitzt Penny neben Rowan? Also da wird der Dagi gerade ein bisschen eifersüchtig, muss ich mal so sagen. Aber gut. Wehe, also wenn die Hände nicht bei euch bleiben, Freunde der gepflegten Unterhaltung, ja, dann lernen wir uns aber kennen. Ich nehme Futter, ich habe nämlich nichts mehr. So, Daniel Granger, möchten Sie diese Frage zum Stolperfluch beantworten? Um ehrlich zu sein, nein, aber ich habe ja wohl keine Wahl. Welchen Effekt hat der Stolperfluch auf das Ziel? Er lässt es tanzen, was logisch ist bei einem Stolperfluch. Er lässt es umfallen, er lässt es halluzinieren. Ja, also besonders schwer ist die Frage jetzt nicht unbedingt, aber sind ja sowieso nicht so viele Fragen in Hogwarts Mystery, die irgendwie schwer sind. Naja. So, erstmal wieder Schwiegermutters Lieblingslächeln. Wer kennt es nicht, Leute? Wendet es an. Ich sag euch, wenn ihr eine Schwiegermutter habt, wendet dieses Lächeln an. Es bringt auf jeden Fall was. Woher ich das weiß, keine Ahnung. Ich habe keine Schwiegermutter, aber es wird bestimmt hilfreich sein, glaube ich. Sehen Sie her, während ich den Stolperfluch vorführe. Ja, an dieser Todesserfigur. Ja, dann mach mal. Wieso war da gerade Bedia zu hören? Das war doch die Todesserin. Ist Bedia etwa eine Todesserin? Man weiß es nicht, Leute. Das ist sehr kurios. Was nehme ich jetzt? Entweder das oder das. Ich brauche eigentlich das Futter. Ich nehme das Futter ausnahmsweise, Leute. Weil 6 Futter ist schon recht viel. Passen Sie auf, sonst kann es passieren, dass Sie selbst anstelle Ihres Ziels stolpern. Konzentrieren. Ja, das wäre so ein typischer Ron- oder Rowan-Move. Einfach einen Stolperfluch auf sich selber feuern und dann selber drunter leiden. Ich sag ja nur, Schluck Schnecken! Ne? Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Ja, wir sind gut dabei, Leute. Wir sind sehr gut dabei. Stolperfluch erkennen. Während Miss Merck und Mr. Cooper das Ganze für uns vorführen, studieren sie die Auswirkungen des Stolperfluchs. Okay. Ja, ich werde mein Bestes geben, Madam Ragpick. Definitiv. Ich habe Black Screen, Madam Ragpick. Madam Ragpick, ich habe Black Screen. Ah, jetzt nicht mehr, Madam Ragpick. Vielen Dank. So, zuhören erstmal ein bisschen. Dann einmal auf Tulip drücken. Und nochmal auf Tulip drücken. Und dann drücke ich ein bisschen auf mir selber rum, was ein bisschen pervers ist. Und ein bisschen auf Charlie. So, und damit haben wir auch den vorletzten Stern. Und ich nehme Empathy. Warum ich kein Gold nehme, muss ich, glaube ich, nicht mehr erklären. So, nachdem Sie den Stolperfluch aus erster Hand erlebt haben, zaubern Sie jetzt den Gegenfluch. Gegenfluch verwenden. Oh, darf ich den auf Ben feuern? Ah, nee, wartet mal. Nee, das ist ja der Gegenfluch. Nee, dann nicht. Kann ich bitte den Stolperfluch auf Ben feuern nochmal, bitte? Und in aller Ausführlichkeit, bitte in Zeitlupe und mit Wiederholung? Oh, toll, ey. Jetzt bin ausgerechnet ich derjenige gewesen, der den Gegenfluch auf ihn gezaubert hat. Der wird denken, ich wäre sein Freund, ey. Ben, mach dir keine... Mach dir... Denk nicht mal dran. Bitte, Ben. Danke. Zaubern. Wow, wir zaubern auf Hogwarts. Das ist ja neu. Sind Sie bereit, sich gegen den Stolperfluch zu verteidigen? Falls nicht, machen Sie sich bereit. Ja, okay. Ja, Leute, dann holen wir uns jetzt mal den letzten Stern. Und hoffentlich kriegen wir da nochmal eine tolle Belohnung. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Wir haben es zumindest mit den vorhandenen Energiepunkten geschafft. Und, ja, 40 Tapferkeit, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Daniel Granger, zeigen Sie mir Ihre Verteidigung. Zaubern. Was ist das denn für eine Krüppellinie? Alles klar. So, hervorragend wieder, Leute. Und da fliegt sie aufs Maul. Ja, tut mir leid, die Smelder, bitte bring mich nicht im Schlaf um. Dankeschön. Ja, da freut sich der Daniel. Ist sie getriggert oder ist sie nicht getriggert? Sie scheint nur sehr verletzt zu sein. Okay, das ist okay. Ju, da kriegen wir nochmal ein bisschen Tapferkeit und 5 Energiepunkte einsammeln. So, damit haben wir den Stolperfluch gelernt, Leute. Und weil ich jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr gespielt habe, würde ich mal gerade gerne gucken. Wir brauchen nicht mehr wirklich viel Tapferkeit, um ein neues Level abzubekommen. Wir sind fast Level 37, da brauchen wir auch nicht mehr so mega viel. Ja, wir sind ganz gut dabei und im Rang hier sind wir immer noch sehr deutlich Platz 1 mit knapp 200 Punkten Vorsprung. Also, nett. Kann man machen. Kann man machen, Leute.
Gut, dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir mal kurz zu unseren Tierwesen, weil ich jetzt endlich wieder Futter für die habe. Die mussten nämlich die letzten 3 Monate ohne auskommen. Mal sehen, ob sie noch leben, Leute. Schauen wir mal nach. So, Tierwesen, ich komme ja schon. So, mal sehen, ob sie noch leben. Oh, die Fee lebt noch. Alles klar. Ey, Fee, tut mir leid, dass ich 3 Monate nicht bei dir war. Du bist ein bisschen abgemagert. Dünne Ärmchen, würde ich sagen, ne? Also, ja, das nächste Mal hole ich schneller Futter für dich. So, da kriegt die kleine Fee nochmal eine ordentliche Ladung. Und sie ist zumindest nicht mehr so getriggert, was meine Person anbelangt. Also, das finde ich ja schon mal echt sehr, sehr freundlich von dieser Fee. Juhu, damit haben wir das auch. Und jetzt nochmal schnell zu unserem Boat Truckle. Und der kommt ein Level up, Leute. Ja, Bindung aufbauen. Da müsste der. Ja, da hat der schon Level up. Nice, Leute. Das heißt, wir verfolgen jetzt das Level up von diesem Boat Truckle. Geschöpfaufstieg. Was kriegen wir denn Tolles dafür? Bitte was Cooles. Bitte, 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 bitte. Ja, geht so. Naja, Energie kann man immer gebrauchen. Einsammeln. Und wir haben. LOL? Wartet mal, haben wir gerade über das eigentliche Maximum Münzen bekommen? Ich hatte gerade über 50.000 Münzen, aber man kann doch nur bis 50.000 bekommen. Das ist unlogisch. Spiel, willst du mir etwas erklären? Hm? Was willst du mir erzählen, ne? So, er ist jetzt Level 3 ergeben. Und, oh, als nächstes bekommt... Ja, okay, ist jetzt auch nicht so, dass... Also, bis auf die Energie und die Edelsteine. Naja, okay. Gut, was haben wir denn jetzt an Münzen? Das sieht man hier gar nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal raus und wir besuchen jetzt noch schnell den Charlie, weil diese Mission würde ich auch gerne noch in dieser Folge machen, Leute. So, ach, hier sieht man ja auch nicht die Münze. Da müssen wir noch einen zurück. Wir gehen mal in Westtürme. So, und dann sammeln wir hier natürlich nochmal gerade eben die Gratis-Energiepunkte ein. Und, ja, wir sind tatsächlich nur bei 50.000 Münzen, Leute. Wir haben vorhin Münzen dazu bekommen, die wir gar nicht gut geschrieben bekommen haben. Das ist Betrug. Betrug, Hogwarts Mystery. Du hast es gehört. Ich werde dich anzeigen. Manfred hat das mitgesehen. Wenn Manfred das... Also, Manfred wird sich darum kümmern. Und ich schwöre euch, liebe Hogwarts Mystery-Erschaffer, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Seid froh, dass Fridolin gerade am Schlafen ist. Seht ihr? Der ist am Schlafen. Deswegen habt ihr da nochmal Glück gehabt. Aber ich schwöre euch, legt euch nicht mit Manfred an. Ich sag's euch im Guten. So, jetzt ab ins Vertrauensschülerbad mit Charlie im Bad treffen. Klingt mir ein bisschen seltsam, aber okay. Gut, hineinspaziert. Oh, da sind wir jetzt im Vertrauensschülerbad. Und der Jay ist auch da, warum auch immer. Das weiß ich nicht so genau, weil... Ist der Vertrauensschüler? Nee, oder? Ich bin verwirrt, Leute. Oh mein Gott. Hallo, Charlie. Danke für deine Hilfe, Charlie. Ja. Ich helfe immer gerne, Daniel. Außerdem kann ich so Jay im Auge behalten. Es gehört zu den wichtigsten Dingen im Leben eines Gryffindor-Vertrauensschülers, ihn von Ärger fernzuhalten. Wir haben alle unsere eigene Art, unserem Haus zu helfen. Lass uns nach Krätze suchen. Ja, lass uns eine tödliche Krankheit suchen. Geil. Nee, Moment mal, ist Krätze eigentlich eine tödliche Krankheit? Ich weiß nicht. Ich hasse diese Ratte wirklich, aber ich hoffe, sie ist nicht ins Becken gefallen. Also, ich hoffe das, aber ich weiß mehr als ihr. Also, im Sinne von, dass das halt Peter Pettigrew ist, ne? Wuff, wuff! Nein, Fang! Du darfst auch nicht ins Becken. Und was wollt ihr da oben? One person like... Was? Alles klar, Leute. Du darfst auch nicht ins Becken fangen. Tut mir leid. Obwohl du wirklich eins nötig hättest. Nicht böse sein, Fang. Lieber Hund. Ich mach nur Witze. Meine Güte. Ja, Jay, du bist halt einfach nicht lustig. Ich hätte den Witz jetzt auch nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Gut, 3 Stunden Aufgabe. Let's go. So, ja. Leute, dann gucken wir mal, dass wir das möglichst schnell hier schaffen. Vielleicht sogar noch... Mit den vorhandenen Energiepunkten schaffen wir es auf gar keinen Fall. Aber ich werde zumindest danach nicht so viele mehr kaufen. Alter, Fang, kannst du mal bitte wiederkommen? So, geht doch. So, damit haben wir den 1. Stern. Und jetzt sind wir gleich beim 2. So. Ja, dann hole ich nochmal ein paar Energiepunkte.
30? Reicht das? Ja. So, hoffen wir mal, dass die 30 reichen, weil wenn die reichen, dann habe ich das ganz gut getimed, würde ich sagen, aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass das nicht reicht. Ja, Polly, ich finde, das reicht ganz bestimmt. Sie jault hier auf dem Boden, weil sie, glaube ich, raus will. Oder, Polly, willst du raus? Nö, will sie nicht. Sie sitzt einfach vor der Tür. Süßer kleiner Hund. Wollt ihr ihn sehen? Guckt mal, Leute. Polly? Polly? Komm her! Da, seht ihr sie, Leute? Da ist sie. Hallo, Polly. Ja, du kleines Cutie. Polly, du musst mal mehr hier hinkommen. Komm mal hier hin. Ja, ja, fein. Ja, feine Polly. Ja. Toll, Leute, ne? Ja, ist wundervoll. Ja, ja, ich weiß. So, dann drücken wir mal weiter hier drauf, weil ihr wollt ja nicht nur die ganze Zeit einen Hund sehen, sondern ihr wollt ja was vom Spiel sehen, habe ich gehört. So, dann nochmal mit Charlie sprechen. Und... Nein! Das war nicht geplant. Dann müssen wir jetzt nochmal schnell ein kleines Set kaufen. Das war jetzt nicht so toll von mir. Aber naja, macht man nix. So, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Aufgabe gemeistert und eventuell finden wir jetzt auch Krätze wieder. Mal sehen. Und dafür kriegen wir wieder Münzen, die ich nicht brauche. Alles klar. Danke, Hogwarts Mystery. Danke. Wuff, wuff. Fang hat etwas gefunden. Brotkrumen? Krümel von einem Sandwich. Diese riesigen Krümel würde ich überall erkennen. Die Bissspuren sind klein und könnten tatsächlich von einer Ratte stammen. Vielleicht hat Krätze ein Sandwich aus der großen Halle gestohlen. Vielleicht, aber dann hätte jemand gesehen, wie er dieses riesige Sandwich nach draußen zerrte. Ich gehe davon aus, dass er Sandwichkrümel aus der Küche gestohlen hat. Lass uns in die Küche... Was? Lass uns in den Küchen nachsehen. Seit wann gibt es mehrere? Lass uns in den Küchen nachsehen, ob wir dort etwas finden. Ja, da machen wir das. Oh, scheiße, Leute, wir sind am Arsch. Obwohl, ich darf hier sein. Aber Jay nicht. Was hat das alles zu bedeuten? Professor McGonagall! Alles klar. I thought I heard a dog barking in here. Barking in here. Yeah, Daniel, du kannst wieder deine Englisch-Skills auspacken. Ach ja, ich meine, wechseln wir einfach zwischen zwei Sprachen. Ist okay, Professor McGonagall. Sie Sprachtalent. Sie haben besser eine gute Erklärung für Ihre Anwesenheit mit einem Hund im Vertrauensschülerbad. Wir retten Fang, wir suchen nach Krätze. Alle Vertrauensschüler sorge ich für die... Als Vertrauensschüler sorge ich für die Einhaltung der Regeln. Wir retten Fang, würde ich sagen, ja. Als sich die Tür geöffnet hat, ist Fang hineingerannt und wir hatten Angst, dass er in das Becken fällt. Hm. 10 Punkte für Hufflepuff für ihre Heldentat. Yeah, Lügen hilft weiter. Für euch als Info. Nicht nachmachen. Nehmen Sie jetzt den ungestümen Welpen Hagrids mit und verschwinden Sie sofort. Alles klar, Professor McGonagall. Entspannen Sie mal bitte ihr Leben. Danke. Mit Pitts treffen. Das Nachsitzen beginnt, Daniel Granger. Verspäte dich nicht. Okay, Leute. Das heißt, das müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Gut, wird lustig auf jeden Fall. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich einmal von... Ah, Moment, nee, das muss ich mit Polly zusammen machen. Ich habe schließlich die Folge auch mit ihr angefangen. Polly! Polly, komm mal her. Hui. Polly, möchtest du was ins Mikrofon sagen, eventuell? Sieht nicht so aus. Leute, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Genießt ihn. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo. Und ja, dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge am Donnerstag um 14 Uhr. Macht es gut und bis dann. Ciao zusammen.